Ich hoffe, es geht euch gut. Heute wird Traum 2.0 war. Einmal hänge ich wieder mit Joe Pierre ab. Weil ein bisschen müde ist, weil Frankie immer so früh kommt. Ich werde immer so früh hinbestellt. Nee, Frankie kommt immer so früh. Der Kleine. Also heute gibt es Fragerunde extrem auf euren Nacken. Ich freue mich drauf. Gucken wir mal, was das Gerät kann. Ob der mich mehr in den Sitz presst als der TT? Ich glaube schon. Anders. Anders, ne? Hört einfach nicht auf. Ja, ich freue mich. Ich bin jetzt auch schon locker nicht mehr. Ich bin jetzt bestimmt schon seit 4-5 Wochen nicht mehr gefahren. Echt? Mhm. So lang? Also wirst du auch noch mal ein bisschen. Ja. Ja, ich freue mich, wir treffen uns dann. Ich muss ja gestehen, ich bin froh, dass ich so rumgemacht habe. Erst Corvette, dann hier. Weil, hey, Corvette sind wir auch gefroren. Guck mal, Tank so war leer. Lecker. Ist die Bumm schon wieder leer? Alter, da ist ja nichts mehr drin. Bitte tanken. Was das Auto aber noch mal ganz krass hochwertiger macht, ist einfach diese ganze Alcantara-Geschichte. Ist der Wahnsinn, ne? Boah! Ja, also für mich ist der R8 auch immer Highlight. Vom Fahren her, vom wann ich das mache, wann ich ihn raushole. Okay. Das ist unser richtiges Erlebnis. Das Auto hat unglaubliche 8.339 Kilometer. Ach krass. Das ist für meine Verhältnisse, bei der Automenge, die wir so haben, ist das echt viel. Ja? Wie lange haben wir den jetzt schon hier? Also wie lange hast du den? Guck mal, der stand schwarz auch vor 2 Jahren auf der S-Motorshow. 8.000 Kilometer, 2 Jahre, das ist krass. Ja. Über 2. Ja. Nee, warte mal. Jetzt kommt ja schon die dritte Essen-Motorshow. Also 2,5 Jahre, 2 Jahre, 7 Monate ist der easy. Ist der easy alt. Alter Schulkollege. Ach so, ich dachte, der guckt schon. Nee, der sieht halt echt ultra streng aus. Ja, ja. Ich habe heute auch so eine kleine Reise mit ihm vor. Ja. So eine Fragereise. Das war noch so ein bisschen Smalltalk. Und ich habe natürlich auch, die Leute haben natürlich auch wieder einige Fragen gestellt. Ja. Die ich auch, ich wollte direkt mal eine so. Ganz locker, bevor mir gleich schlecht ist, hauen wir erstmal eine rein. Tuning Trends 2019. Wir haben zwar das halbe Jahr schon vorbei, aber das war eine Frage, die haben sie mir am Anfang des Jahres gestellt. Und was denkst du, Tuning Trends? Ich sage das ganz oft in Interviews. Also momentan ist ganz viel Warte-Lauerstellung, weil die ganze Szene durch die ganzen Gesetzesänderungen und Polizei und sowas, momentan ist sehr viel Ruhe. So wie die letzten Jahre, dass sich ganz klare Trends entwickeln und man den Trend hinterhergeht, passiert momentan nicht, weil alle eine gewisse Nervosität haben. Was darf ich, was kann ich machen? Das ist alles so momentan Lauerstellung. Aber was ich sagen kann, ist ganz klar Silber, dicke Reifen, Auto gar nicht mehr so tief und sieht trotzdem gut aus. Also wenn du, das ist noch schwieriger zu treffen. Wenn man mal überlegt, Auto bombentief runter, flache Reifen, hast du den Trend erfüllt. Aber es gibt eine Grauzone dazwischen. Etwas dickere Reifen und die richtige Tieferlegung, genau auf dem Punkt, passend zum Auto, sieht das auch sehr gut aus. Es macht es halt wieder breiter und brachial. Also ich fühle mich da so ein bisschen in die, sagen wir mal, die alte Zeit wieder. Die kommt langsam wieder, die lebt wieder so ein bisschen auf. Voll. Das war ja so Golf 2, Golf 3 Thema, Gewindefahrwerk drin und relativ dicke Pellen. Und es stand ja schon teilweise auch relativ weit raus. Ne? Das heißt, der 9x16 genau, damals, ja, ja, genau. ET 20. Ja, er hat es ja immer. 25 ja, 25, das war ja Standard, ne? Genau. Borbit B oder sowas, einfach. Borbit T, ja, Borbit A, ja, Flachdeckel. Genau. Gab es dann normale Borbit A, dann gab es die... Brock B2, Brock oder? B2, dann gab es TH-Line. Ja, genau. Dann gab es noch... Also es gab mega geile. Ultra Räder. Viel. Und das war halt auch früher Chef, ne? Das Auto kam, ich kann mich immer dran erinnern, Golf 2 kam dir entgegengefahren und das sah einfach bullig aus. Der war die Wand und das war ja schon tief. Wir sind ja versaut durch diese Luftfahrwerke. Das ist ja trotzdem tief. Weißt genau, du? Also, Camaro, bestes Beispiel. Camaro mit den 22 Zoll, von der Seite sieht das Auto echt super gut aus. Genau. Aber auf einmal ist unter der Frontlippe so ein Stück und ich sag alle mal, der Wagen, der ist so hoch. Der ist eigentlich nicht hoch. Aber die Front geschuldet. Ja, nicht so ein bisschen, das auch durch diese Luftfahrwerke. Weil du weißt, ja, die Lippe habe ich schon mal, mein Auge hat das schon mal gesehen, dass die Lippe den Boden berührt. So, wenn die Lippe jetzt so weit vom Boden weg ist. Hast du schon verloren vom Kopf. Dann bist du im Kopf schon, haben wir überhaupt ein Fahrwerk eingebaut? Ja, genau. Und jetzt will ich eigentlich nur noch Autos machen, die so ein Gerechtfertigungspaket haben. Mhm. Wo du merkst so, nee, das funktioniert. Nutella? Okay.
ich habe wirklich, nicht Sportmodus, einfach so gefahren. Ich habe wirklich gedacht, also TT ist ja auch, der hat ja auch richtig Schub. Aber Alter, das ganz hört anders. Ja gar nicht, ja, aber das hört ja auch gar nicht auf. Und wir haben gedreht bis 7000, ja. Wir können bis 9, ne? Und obenrum, umso mehr Motor drehst du, umso mehr Lara-Druck. Boah, wir haben noch einen ganzen Tag vor uns. Ja, ja, genau. Ach so, ob du mal, das fragt die Community, ob du mal den TT auf der Lasisee von uns fahren könntest. Ob das vielleicht mal möglich wäre. Ja, also der Deal ist ja, dass nur eine Person fahren darf, aber wenn ich du, fahre... Du, ja, ich auf gar keinen Fall. Können wir machen. Ja, sehr cool. Was ist das Peinlichste, was dir passiert ist? Markus Lanz ist schon hart dabei. Oh, die Stift im... Boah, die, aber ja, nee, aber das war ja nicht peinlich. Das sieht man aber im Nachgang erst, finde ich. Also wenn ich mir das jetzt noch immer und immer wieder angucke. Ja, aber vom Gefühl, also ich muss ganz ehrlich sagen, okay, Digga, ohne Scheiß, ne? Ich bin aus dem Studio raus und habe mir die Seele aus dem Leib gekackt. Ich habe mich ausgeschissen, das kannst du dir nicht vorstellen. Ich habe alles, was in mir war, verloren. Ich hatte Herzrasen, ich war vollkommen Game Over. Vollkommen Game Over. Ich kann... Und wie lange ging die? Wie lange? Eine Stunde oder was? War das? Nein! Zweieinhalb Stunden! Und du hast quasi zweieinhalb Stunden gesessen? Ab, nach 30 Minuten, pass auf, ich war ja vor der Show, hab mir diesen Milchreis und diesen Streusel, Käsekuchen da reingeschossen, hab das Ding gegessen und dachte mir so, ja, alles geil. Und merkte schon so, der Typ kam, ja, gleich geht's los, ne? Wir müssen ins Studio, die Live-Aufzeichnung beginnt gleich. Da machte mein Magen schon so, wirklich so. Oh mein. Ist aber nicht so gut, ne? Und dann merkte ich schon, du solltest vorher aufs Klo gehen oder nachher aufs Klo gehen. Ach komm. Geht schon auch. Geht schon. Ja, ja. Man kennt sich ja auch so ein bisschen. Genau, nee, auch meistens so, wenn ich dann drehe, dann bin ich eh beschäftigt, dann passiert nichts. Und dann sitze ich da und dann ging es die ersten 20 Minuten auch gut. Ich merke schon so, da baut sich aber ein extrem hoher Druck auf. Furzen kannst du ja jetzt auch nicht immer schon in der Leitzündung. Da ist mal sitzen. Und dann, ab Minute 30, ging das los. Und ich hab einfach gedacht, okay, du scheißt dir jetzt einfach in die Hose, die anderen bleiben professionell und dann gehst du raus und dann sitzt du mit einer vollgekackten Hose da, weißt du? Ja, aber sollte man das in dem Moment? Also da kannst du ja nicht... Hast du keine große Option? Ja. Und du kannst ja nicht einfach rausgehen. Nee. Hast du nicht die Überlegung zwischendurch zu sagen, ich muss jetzt hier raus? Natürlich. Ja, ne? Aber der Aufnahmeleiter, immer wenn ich so ein bisschen angezogen... Hinter der Kamera sind ja 15 Leute. Ja, ja. Und immer wenn ich angezuckt habe, macht er dir so... Ja, der wusste ja gar nicht, was du hast. Nee, Moment. Genau. Der dachte, ich denke, es wäre Werbung oder ich was. Da machte der auch immer so, mit so einer Ruhe, so machte der so. Und ich immer so, Digga, ich scheiße deinen Plastikstuhl da jetzt. Also. Geil, Alter. Mega. Was kann JP überhaupt nicht gut? Kochen, tanzen, was kannst du? Oder wirklich das? Also kochen hast du ja gesagt, kannst du gut. Tanzen. Ich kann sehr gut kochen. Was kannst du nicht? Was ist deine Eigenschaft, die du nicht kannst? Sehr gut, tanzen, das ist natürlich immer so eine Aussage, die ist echt arrogant. Aber ich kann tanzen. Du kannst im Club viel machen, ne? Also du stehst jetzt nicht im Club an der Seite und trinkst ihn. Nein, ich kann es sogar auch gerne. Ja. Ich kann kein Skateboard fahren. Oh. Kein Skateboard? Kein. Warst du dafür der Inline-Skater, Johnny, oder auch nicht? Auch nicht. Ich kann nichts mit Rollen unter den Füßen. Okay. Keine Chance. Also Wintersport auch nicht. Skifahren? Doch, Snowboard. Ich kann Skifahren. Ich kann Skifahren, kein Snowboard. Okay. Ich kann kein Musikinstrument. Oh, das kann ich auch nicht. Hätte ich aber immer gerne gekonnt, oder? Wenn ich Jonas immer sehe, der nimmt eine Gitarre in die Hand, dann legt der los, ne? Dann denke ich mir, Alter, wie sexy ist das? Ich wollte gerade sagen, und da bist du auch so als junger Kerl, da hast du auch gewonnen einfach, oder? Ultra, oder? Boss. Also wirklich absolute Endstufe. Was hättest du gerne für ein Instrument? Klavier. Ja? Klavier und singen. Singen kannst du? Nein. Ich habe manchmal, ich kann gar nicht singen. Also ich denke, ich kann singen. Ja, wenn ich dann so in der Dusche bin oder im Auto bin, dann singe ich auch recht laut. Und ich singe auch echt gerne, aber ich kann nicht singen. Aber man meint das dann. Hast du auch schon mal, also ich weiß... Ich habe sogar schon mal aufs Handy aufgenommen, weil ich dachte, Digga, das klingt so gut. Ich nehme das mal auf. Aber ich bin savier als du. Das war so eine Aufnahme, die ging so eine Minute. Ja. Ne? Und ich habe maximal 3 Sekunden von dieser Aufnahme gehört, habe dann direkt gedacht, okay. Lass es. Das ist so dieser Deutschland zu den Superstar-Syndrom. Du denkst, ich kann das voll gut. Aber keine Katastrophe. Also singen geht auch gar nicht. Aber das finde ich voll gut. Würde ich gerne können. Ja, ne? Ich habe einen Lifehack. Momentan ist ja das Thema Lifehack, ist ja so, ne? Du bist nicht so der Podcast-Typ, glaube ich, oder? Nee. Podcast gar nicht, ne? Also Podcast wollen wir machen. Ja. Weil ich habe verschiedene, viele Themen, wo ich der Meinung bin, dass die nicht in die YouTube-Welt passen. Mhm. Und du kennst mich ja auch noch von der anderen Seite.
Und diese Seite möchte ich den Leuten auch gerne etwas näher bringen. Und ich glaube, da ist Podcast mega besser. Und man unterschätzt das auch. Also momentan unterschätzt die Leute Podcast auch, weil Podcast wird einfach brutal viel auch. Also du hast halt, wie du schon sagst, eine ganz andere Themenwelt, die du nochmal angreifen kannst. Genau. Also auch so eine viel persönlichere auch. Ne? Genau. Ich. Alles gut. Ja. Aber wir müssen aufpassen mit der Frontlippe, ja. Ja, die einer die Frontlippe, ich habe das Auto verliehen. Der einer die Frontlippe kaputt gemacht. Wir dürfen eigentlich so schnell fahren, fällt mir gerade ein. Mein Lifehack auf jeden Fall. Du kennst ja die Situation, du bist im Auto, selbst wenn du viel unterwegs bist, du fährst jetzt nicht mehr so viel zu irgendwelchen Veranstaltungen oder sowas, ne? Aber früher war das ja so. Was passiert, du musst ja irgendwann, wie du schon sagst, irgendwann musst du ja mal kacken, ne? Der Moment kommt ja immer. Auf jedem Rastplatz ist ja immer scheiße. Prinzipiell ist ja immer fies, oder? In Deutschland, oder? Ist es so. In Deutschland ist es so, weil man wirklich, also du bist in Amerika unterwegs. Da kannst du überall safe. Oder in anderen Ländern und du kannst, in Japan kannst du safe. Du machst die Tür auf, musst du doll kacken, ziehst die Hose runter, guckst nicht vor auf den Klodeckel und du kannst dich problemlos mit deiner Haut auf den Klodeckel setzen. In Deutschland würde ich sagen, von 100 Raststätten geht das bei 0. Genau, deshalb immer feuchtes Toilettenpapier dabei haben. Habe ich nicht. Hast du nicht? Das ist mein Lifehack. Das rettet dir das Leben. Egal aber auch wo du bist, egal ob du im Flugzeug bist, ob du mit der Bahn unterwegs bist, egal wo, feuchtes Toilettenpapier. Okay. Ach, das ist so geil. Bist du ein Rückenduscher oder ein Brustduscher? Das habe ich schon ein paar Mal, glaube ich, thematisiert bei uns auch. Ich bin ein ganz eigener Duscher. Ja, das weiß ich. Wie du dich duschst, weiß ich. Aber wie stehst du in der Dusche? Nee, ich sitze hier. Ach, stimmt. Genau. Meine Duschen, also wie ich das baue immer, ich baue jetzt auch ein neues zu Hause. Duschen ist das, wo viele mögen ja meine Ideen oder manche auch nicht, aber diese Ideen sind zu 90% aus der Dusche und das kann ich nur im Sitzen. Okay. Aber du stellst ja mal irgendwann hin, um dich abzuholen. Machst du alles im Sitzen? Das ist so gebaut. Okay, dann sagen wir, du bist im Hotel unterwegs. Du kannst jetzt nicht überall so hinsetzen. Rücken, ne? Ja. Ich bin aber ein Brustduscher. Ich habe immer so diesen Moment, wo ich spiele so einen Hund. Der David auf Duscher. Ehrlich? Ja, wirklich. Nee, ich bin... Nee, da fühle ich mich immer da... Ich habe immer das Gefühl von denen, das ist mir unangenehm. Ehrlich? Ja, ich denke immer so, was passiert da, weißt du? Ich bin morgens echt nicht gut drauf. Ich muss ja ganz oft morgens um 4 Uhr aufstehen, um 5 Uhr aufstehen. Dieser Münchenflug, da stehe ich zum Beispiel um 3.50 Uhr auf morgens, ne? Und ich bin echt down. Das Wasser berührt meinen Rücken und ich bin mindestens schon 60% auf dem Damm wieder. Zweimal duschen, einmal duschen? Also am morgens Tag duschen und abends? Immer morgens duschen. Mhm. Ich habe noch was vor, aber auch abends duschen. Sonst einfach abends ins Bett, ja. Also wenn ich abends duschen gehe, dann weiß man schon, was die Stunde geschlagen hat. Dann weiß ich schon, heute Party. Heute ist kein Aster. Heute geht die nächste Runde rückwärts. Achso, genau, dein Fail der Woche. Dieser Woche? Ja, dieser Woche. Was ist dir so passiert, wo du sagst, nicht so gut geklappt. Das ist immer sehr geheim, weil das so weit in der Zukunft ist. Ein Dreh, den wir gemacht haben in Stuttgart, hat deutlich zu lange gedauert und hat auch mich und Movo an den Rand unserer Kräfte gebracht. Ihr wart, also man hat es ja gesehen bei Insta, ihr wart ja schon bei... Nee. Stuttgart? Ich ja. Ich habe nur gesehen Porsche. Auch Stuttgart. Ja. Wo Porsche? Ich habe nur gesehen Porsche Museum, hab ich, oder? Nee. Habe ich nicht gewusst. Du hast irgendwas über... Oder Movo? Irgendwann hat Porsche... Ja. Ja, habe ich gesehen. Okay. Habe ich gesagt, aha. Und dazu habe ich direkt eine Frage zu dem Typen, zu dem Herrn Porsche. Und zwar, jetzt musst du mir gerade raussuchen. RWB 964 oder 993 Turbo. Welches Auto, wenn du abgeben würdest, würdest du von beiden abgeben? Von allen dreien? Von beiden. Der 964 RWB oder der 993 Turbo. Welchen von den beiden würdest du abgeben? Lass mal den anderen 964 raus. Muss ich einen abgeben? Du musst einen abgeben. Da steht einer, sagt so, der Fabian kommt an unseren Job hier, du musst einen abgeben. Ich glaube, das wäre die krasseste Entscheidung, die du im Autoleben, glaube ich, irgendwo zum Zeitpunkt jetzt machen müsstest, oder? Einen muss ich abgeben. Ja, auf jeden Fall. Safe. Den RWB. Ja? Aber bitter, oder? Ja, ne, total bitter. Nein, total bitter, aber
993 Turbo ist einfach die automobile Offenbarung. Das ist echt nicht cool. Den hat man, da hat man noch gar kein Video, gar nichts. Das ist dein privates Auto, oder? Richtig? Oder gab es da schon was? Es gab ein Video, ja. Ja, aber nur mal vorgestellt hat. Das ist und weg. Vorstellen, bauen, ja. Fertig, ciao, tschüss. Genau. Weil bei Insta sieht man dich halt viel mit dem Auto fahren, ne? Finde ich. Also du sagst ja, wenn... Ich fahre das Auto privat viel. Ja, ja. Ich fahre, muss ich ehrlich sagen, privat im Sommer 80% luftgekühlt. Das ist aber auch schon viel. 64, 993, RWB. Das sind die drei Autos, die ich so fahre im Sommer. Weil das Ding ist, RWB kannten wir alle vorher. Sydney hat aber früh sich entschieden, so ein Auto zu bauen, das durchzuboxen, diesen Termin zu kriegen. Und somit stellen die ihm ja auch dieses Ding sehr stark unter die Fahne. Und ich möchte ihm da einfach nicht irgendwie, oder dass Fans denken, oh, der JP will da was machen oder sowas. Das Auto ist wunderschön. Und ich bin mir auch sicher, dass da viele tolle Videos von kommen könnten. Nur ich mache das aus, weiß ich nicht. Das ist irgendwie sein Ding. Ja, genau. Ja, lass, und ich habe meinen gleichen Spaß. Ja. Ich teile ja viele Sachen nicht mit dem Publikum, wo ich auch viel Spaß dran habe. Ja. Ja? Ja. Und okay. Das gehört dann dazu. Hör mal, GT2 RS Clubsport. Ja. Habe ich in der Story, ich weiß gerade gar nicht von wem gesehen. Ja, ich habe auch. Du warst. Okay, dann weiß ich auch. Warte, was ist damit? Und was? Kommt. Chris, ja? Ja. Aber nicht für dich privat. Nein, 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 nein. Aber ist in Planung. Aber auch Malassisee und sowas. Ja, ja. Ich glaube, das ist schon Chef, oder? Also, oder? Das ist schon so. Also optisch, was ich da gesehen habe, habe ich gedacht. Ja, ja, total. Ja, oder? Wirklich Chef. Alter, wie krass der einfach durchgeht. Ich habe noch nie ein Auto gespürt, was so konstant und clean, ne? So clean und sauber ist. Ja, das kenne ich. Das also so. der emotionale Wert, das ist jetzt nicht so die, ne? Also das ist nicht so der 8 hier mit der fetten Abgasanlage, der so richtig schreit. Serien. Ja, ja, sag, ja, aber der hat ja, ja ohne Kompressor Serien, wäre schon mal komplett anders an als so. Stimmt, stimmt. Ne? Aber das ist brutal. Das ist aber einfach, das, wir haben viel schnellere Autos bei uns, ja. Bei JP Performance. Viel aggressivere Autos, aber dieses Auto ist für ein Tuning-Auto, guck mal, die Tiefe, Fahrverhalten, Komfort, Innenraum, Motorleistung, Beschleunigung. Brutal. Genau, das ist für mich, ja. Wie ich vorhin meinte, das ist ein perfekt gebautes Auto. Ja, das stimmt. Vor allem, wir fahren ja auch jetzt die ganze Zeit mit 100, 110 und das ist ja voll tiefenentspannt. Also wir könnten jetzt auch, weiß ich, 500 Kilometer mitfahren. Ne? Und alles kannst auch 1000 oder? Mitfahren. Ja. Und das ist halt das Ding. Mit der Leistung und der Power, 1000 Kilometer durchs Land fahren, klar können das auch andere, aber das kann der auch. Ja, und der ist aber auch Chef. Genau. Also optisch, das ist natürlich auch schon, ne, schon auf jeden Fall. Vor allem ist in der Alcantara, das ist schon brutal. Ich muss aber sagen, dieses Neongelb, das Einzige, was mir zu viel wäre, wäre das hier. Das finde ich geil, aber ich glaube, das kann stören irgendwie nach so einem... Nee, weißt du, wenn ich hätte ich auch gedacht, ja, aber gar nicht. Okay. Gar nicht. Würde ich immer wieder machen. Ja? Mhm. Okay. Was war dein Erfolgserlebnis der Woche? Du sagst, es hat, ne, auch gut geklappt. Auch bei dem Dreh, der so anstrengend war. aber das sieht man alles später. Okay, ja, und halt, das ja. ist so weit. Wir drehen momentan Videos, die laufen, das läuft im Dezember. Januar. So weit seid ihr schon? Ja. Ja, ist halt so eine speziellere Sache, die wir da okay. machen. Aber sonst, wie viel Tage bist du im Voraus immer mit den Videos? Oder wie viel momentan sind wir wieder besser dran. Wir haben jetzt einen vierten Kameramann. Genau. Ich würde sagen, dass wir so momentan Vorrat haben von 8, was anderthalb Wochen sind. Leute. Ich finde es einfach unfassbar krass, dass du jeden Tag hier Videos lieferst und ich sehe einfach, wie viel Zeit da reingeht und wie viele Projekte man braucht, weil man bekommt ja immer so mit, ja, braucht ein Mensch so viele Projekte? Ja, musst du, weil sonst kannst du das ja, Content gar nicht liefern. Ein Fehl habe ich gemacht. Mhm. Das ist ganz klar, dass ich nicht und nicht ein bisschen, sondern doll verplant habe mit der Dichte der Projekte, habe ich 100%. Auf was bezogen genau? Verplant? Menge an Autos. Mhm. Um die abzuarbeiten. Das heißt, du hast zu viele Autos, um die abzuarbeiten? Genau. Okay. Passiert. Hoffentlich lerne ich raus. Aber das Problem ist, man muss immer so ein bisschen in der Januarphase planen. Mhm. Dann weißt du nicht, ob alles immer so passiert, wie du willst. Und wenn dann auf einmal dann doch alles passiert, dann stehst du da. Und es ist dann so, wie es ist. Und dann musst du die auch durchboxen. Und ich möchte halt
ganz stark die Mischung an den Baujahren haben. Ich möchte ganz klar 90er und modern mit einer guten Aufteilung. Ich kann sagen, wir haben im Bestand bei JP Performance 4 von den geilsten 90er Autos haben wir dort stehen mit Teilen, die habt ihr noch nie gesehen. Und das ist halt... Was regt dich im Straßenverkehr komplett auf? Rechtsfahrgebot. Das regt dich auf oder dass die Leute sich nicht dran halten? Weil mich regt zum Beispiel hart auf. Nicht dran halten. Nicht dran halten. Also Wahnsinn. Also so gar nicht. Also das macht mich seelisch tot. Es ist eigentlich fast nur das Rechtsfahrgebot. Ja, ne? Wenn die Leute ans Rechtsfahrgebot halten würden, dann wäre das im Straßenverkehr schon ein Riesenunterschied. Plus, und ich muss es einfach sagen, wir sehen alle Gleichberechtigung als ein Mensch. Ich komme immer auf dasselbe Thema, wie die Straßenverkehrsordnung bei uns in Deutschland ist und wie das in anderen Bereichen auf dem Planeten ist. Das macht mich auch echt fertig, muss ich sagen. Ich steige ins Flugzeug, fliege irgendwo hin und auf einmal sind Sachen nicht lebensgefährlich und nicht illegal. Wir sind halt überempfindlich, ne? Also wir sind halt sehr, sehr... Also Der Staat zieht uns zu absoluten, paranoiden, ja. Blinden Lemmingen, die komplett sinnfrei Sachen hinterher blabbern. Ja, es macht tatsächlich. Weil der hat das ja, gesagt. Genau. Es macht halt tatsächlich auch gar keinen Sinn am Ende des Tages. Nein. Wenn du irgendwie Viele siehst, ein bisschen im anderen. Also nein, Sinn im weitesten Sinne, da gibt es Formeln, die man anwenden kann, damit ein Sinn entsteht. Aber ich sag auch, wenn ich einen Grashalm umknicke, stirbt eine Kuh. Irgendwie wird das bestimmt seine Logik haben. Oder die Theorie ist, ein Flügelschlag an Schmetterlings in Hawaii macht ein Tornado in Amerika. Oder ein Tsunami, genau. Ja, genau. Ja, ja. Das mathematisch kann das möglich sein. Kann das möglich ja. sein. Aber ob das wirklich eine Sache ist, die auch in der Realität so eintritt, das bezweifle ich bei sehr, sehr vielen Sachen, die wir bei uns nicht nur im Automobilbereich haben, sondern auch allgemein. Welche Art Tuning würdest du einem 20, 18, 19-Jährigen als erstes empfehlen? Ich sehe oft, dass die Leute immer ihr ganzes Geld reinballern in, wir machen irgendwelche Spoiler dran. Die Autos sind bockhoch, ne? Oder es ist nichts am Fahrverhalten, gar nichts drin, aber erstmal Spoiler. Was empfiehlst du? Also wo sagst du? Fahrwerk, das ist das allererste. Oder? Fahrwerk. Auch bevor die Felgen kommen. Fahrwerk und dann, nach Fahrwerk, empfehle ich das Lenkrad. Genau. Lenkrad, Schaltknauf, dass man das bisher meistens im Gebrauchtwagen. Ja. Also bei einem Gebrauchtwagen wirklich günstig bei irgendeinem Kollegen oder irgendwo, was man im Internet findet, Lenkrad beledern lassen, Alcantara oder was du irgendwie Bock hast und Schaltknauf. Da beginnt eine neue Liebe, ganz schnell, für überschaubares Geld. Also Fahrwerk das. Oftmals sind ja bei vielen Gebrauchtwagen die Räder mittlerweile ja schon ganz akzeptabel. Somit dann eine Distanzscheibe. Ist ein wunderschöner Hund, den sehe ich. Thema Hund ist bei dir auch immer noch, ne? Ist immer noch. Irgendwann wird einer kommen, oder? Nicht einer, mehrere. Ja, ja. Okay. Also irgendwann beginnt das Thema Hunde, aber dann wird es auch der Moment sein, wenn die Leute mich nicht mehr so viel sehen, dann wisst ihr. Der Hund ist da. Der Hund ist da. Der Hund ist da. Ja, es war auf jeden Fall ein krasses Video. Ich finde, schon vorbei? Wir haben jetzt eine halbe Stunde schon, ne? Also wir schrapazieren die Leute schon mit 35 Minuten mal wieder. Man verquatscht sich immer so nett. Und man muss ja auch sagen, wir haben ja heute auch noch ein bisschen was vor. Ne? Also heute ist ja für mich generell ein spannender Tag, das seht ihr, glaube ich, überall. Ach ja, das Geburtstag, das habe ich wieder vergessen. Das ist auch so crazy, ne? Fabian schreibt mir immer Termin, ich sage gar kein Problem. Meine Frau sagt mir, hör mal Frankie, immer Schatz, was machen wir mal an deinem Geburtstag? Ich sage, ich bin nicht da. Das ist natürlich die Freude, richtig groß, so nach 15 Jahren, wenn dann sagst du, ne, ich bin mein Job her, ich gehe mal noch in der R8 fahren. Schön für dich, mein Freund. Ja, verpiss ja. dich dann, ne? Genau, jetzt hau ab. Ja, vielen Dank, mein Bester. Sehr gerne. Es war mir auf jeden Fall eine Ehre, es hat auch echt wieder, ich liebe dieses Auto einfach, das macht mir einfach. Ich mache das mit dir auch sehr, sehr, sehr gerne. Ich meine, wir müssen uns mal angewöhnen, dass wir es nicht ganz so früh morgens machen. Ich höre nur auf euch. Ja, okay. Ne? Fabian sagt, Frankie, wann kannst du da sein? Und ich bin vollkommen übermotiviert. Ich schlafe ja auch die ganze Nacht nicht, ne? Fabian ist mittlerweile wirklich der mehrbestimmende Jean-Pierre. Ist wirklich so, ne? Ja, ist wirklich so. Cool. Kuss auf die Nuss. Bis später.